Was macht jetzt Advanced Enemy Origins? Modify Description PS40 Damage Bonus. Huh. Gut. Laser Ammo Fusion Reactor. Ich wurde übrigens vorgewarnt von dem Mod-Autor, dass diese Version, die ich gerade spiele, ein Fanport ist, bei dem recht viele Sachen nicht funktionieren. Er arbeitet gerade an einer neuen Version für die aktuelle Factorio-Version, also eine offiziell von ihm supportete Version und nicht von Fans weiter kreiert, die stabiler sein soll. Allerdings müsste man eine neue Karte anfangen. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Deswegen werde ich das hier so gut es geht halt weiterspielen und dann die Versuche, die Bugs zu vermeiden. Als Beispiel werde ich nicht auf die Plasma-Geschichte gehen, weil er meinte, das klappt nicht wirklich. Also ich kann ja mal kurz reingucken, aber wenn ich dann merke, dass es buggy ist, versuche ich halt drumherum zu arbeiten. Aber jetzt nochmal komplett neu anfangen wäre ein bisschen doof. Wir sind ja doch schon recht weit. Nachtsicht. Oh ja, das grüne Licht. Muss nicht sein. Ich würde gerne schon wissen, wie die aussehen. Aber ich sollte was Sinnvolles erforschen. Mach die Züge, die werden wir früher oder später brauchen. So, ich wollte Batterien haben, ich wollte Stahl haben, ich wollte Eisen haben. Kupfer habe ich ja genug im Inventar. So. Und Landfill. Bob. Was ist hier? Oh, kein Kupfer. Jo. Ja, damit. So, mach da mal ein schnelles Ärmchen hin. So. Klick, 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 klick. Auch wenn ihr bald nicht mehr wichtig sein werdet, ihr Schmelzöfen, ihr werdet alle abgelöst. Naja, wobei ich könnte das eigentlich hier mit den Schmelzöfen zu Ende leer machen und dann nur für die Mine da hinten das mit dem unteren Schmelzding machen. Das heißt drum. Damit, damit, damit. Eisen. Stahl. Stahl. Gut. Brauche ich so viele Fließbänder? Wahrscheinlich nicht. Oh, rot. Irgendwas rot. Geh runter. Ja, Sauerstoff. Ich müsste Sauerstoffkonsum reduzieren. Also nicht, weil wir Probleme haben, an Sauerstoff zu kommen. Das Sauerstoff haben wir in rauen Mengen. Aber so oft hier hinlaufen ist lästig. Hier. So. Bitte Essen auch einmal voll machen. Oh Gott. Ich brauche mehr Bäume. Was läuft hier schief? Ihr habt nicht genug rote Tränke. Schneller. Schneller. Irgendwas schießt. Irgendwas stirbt. Irgendwas ist tot und irgendwas ist halb zerstört. Gut, weitermachen. Hier. Dim, dim, dim. Rein. 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 Rein, rein. Plan war jetzt gelbe Kiste. Was? Gelbe Kiste, sage ich. Was geht nicht auf, verdammt. Ich wollte so machen, dass hier Ärmchen das da reinlegen und die Ärmchen sich irgendwie austauschen und dann hier intelligente Ärmchen sind, wo dann oben Kupfer und unten Eisen rausgenommen. Aber das klappt nicht. Ich brauche eine große Kiste und lass mich raten, es gibt keine großen Kisten bei Hardcoreo. Hibbel, 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 hibbel. Nee, gibt es nicht. Ah, ich bin so Ditech und Bobcraft, was auch immer, verwöhnt. Egal, dann darf es halt mal wieder nicht schön aussehen. Damit kann ich leben, nur halbwegs. Bau dich dahin, setz dich da rein. Was? So. Wie mache ich das jetzt? Ich mache es nicht so, das ist albern. Mach es so. Und dann pflücken wir hier das raus mit Ärmchen. Und zwar bau grüne Ärmchen. Oh, grüne Ärmchen. Da. Keine grünen Chips, das lässt sich beheben. Warte mal. Sollten ein paar vorrätig sein. Da. Brechen, abbrechen. Gut. So, also Eisen und Kupfer kommt gemischt überall an, kommt hier zusammen auf ein Fließband, wird dann hier auseinander gepflückt in vier Kisten oben. Ruhig Stahlkisten. So, mehr Stahlkisten. Und eine Smart Chest, wo immer.
4, so, 4, so. Du nimmst nur raus. Was zur Hölle? Was? Okay. Guck dir nicht die komischen Bilder an und Dinge, von denen du keine Ahnung hast. Such Metall. Da. Eisen nach unten, bitte. Und Kupfer. Was? Kupfer nach oben. Okay. Oh, ich habe vergessen, das hier oben neu zu bauen. Du nimm das da raus. Ich habe nicht genug Stacks mitgenommen gehabt von den Fließbändern. Du bekommst das da und du bekommst Speed-Module da. Gut. Das sind jetzt schon wieder viel zu viele Fließbänder auf einem Bild. Das muss auch noch hinterher. Weißt du was? Ich baue jetzt noch zwei Grinder. Ist mir sowas von egal, dass ich nicht genug Alien-Artefakte habe für eine Rüstung. Ich vertraue auf meine, was auch immer, Künste, dass ich das hinbekomme, auch ohne Power-Rüstung später an Alien-Artefakte ranzukommen. Könnte mir später ein Po beißen, aber ich hoffe mal, das klappt irgendwie. Weil ich will jetzt mehr Grinder haben, damit meine Ressourcen länger halten. Und zu dir fehlt wieder hier Bau. Bau ganz viel Rohr. Wo ist der Grinder? Grinder ist da oben. Tu dich dahin, tu dich dahin. Die beiden Steam Engines sollte ich oben mit in die gelbe Kiste packen. Da. Zu den Ersatzteilen, was auch immer. Radarschüsseln ist auch gut. Die da rein, Licht kann auch nicht schaden. Hier ein paar Kisten. Von allem, was mal so kaputt gehen könnte, ein bisschen. Was denn möglichst so mit Inventar aus? Schön, sehr schön. Okay. Das kann ich gebrauchen. Das auch. Gut. Schön, dass hier überall Kisten rumstehen mit Zeug, das ich irgendwann mal nicht brauchte und jetzt wieder brauchen könnte. So, da, du, hier, da, irgendwo werden Dinge zerstört. 6 Türme schießen sollte reichen. Hier, du kriegst Rohr. Brich das mal ab, das ist... Ne, warte, mach den Stack erst voll und dann... Ja, so reicht, gut. Denn ich brauche noch 5 rote Engines. Ja, nee, da werde ich nicht daneben stehen und warten, bis es fertig ist. Ich glaube, währenddessen noch hier Batterien. Das hier läuft jetzt ja wieder wesentlich besser. Ja, sehr schön. Bist du soweit gefüllt und kriegst alles, was du brauchst? Ja, tust du. Schön, 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 schön. Hier. Speed. Strom wird ein Problem. Bau Solar Panels. Also es wird nicht viel machen, das ist mir klar. Aber es wird ein wenig entlasten. Ich sollte dann allerdings auch gleich Akkus bauen. Mit den schönen neuen Batterien, die ich habe. Nom. Und ich sollte das Ärmchen hier wieder anschmeißen, oder? Weil ich brauche jetzt wieder mehr grüne Chips. Ganz, ganz viele grüne Chips. Und ich fange hier oben mal meine Solaranlage an. So, bau die. Was? Oh, sind die putzig? Das ist neu. Okay, so macht das viel mehr Sinn. Also ja, sie sind immer noch schwach, genau wie vorher. Aber man kann jetzt wesentlich mehr auf derselben Fläche bauen. Oder kommt mir das gerade... Ne, die sind wirklich klein, ne? Ja. kann er sich draufstellen und ist bedeckt. Gut. So kann man es natürlich auch lösen mit dem Balancing. Schön. Diese noch genau wie vorher. Britzel. So. Und jetzt mache ich hier halt immer wieder diese kleinen Blöcke, wie wir sie schon aus den anderen Staffeln kennen. Gib mir das. Warum fehlt hier noch Zeug? Weil wir nicht genug Eisen reinkriegen. Ja, ich arbeite dran. Ich mache hier jetzt mal... Pff.
bin, versucht den Grinder wieder abzubauen. Oh, kommt nicht hinterher. Ach, sehr schön. Dann mach doch mal. Nimm. Nein. Nimm. So, ist das jetzt wieder ein Problem, dass es auf der einen Fließbandseite und auf der anderen kommt? Nee, weil es hier eh auf der linken Seite landet. Okay. Das ist jetzt noch mehr Kupfer. Noch mehr Kupfer war gar nicht das Problem. Noch mehr Eisen wäre. Schön. Mehr Spektrum, ne? Was wieder mehr Stromverbrauch heißt, was wieder mehr Probleme bedeutet und. Aber das kann ich jetzt nicht ändern. Ich brauche mehr Solar Panel. Oh. So. Mehr alles. Blub, blub. Warum füllt ihr euch nicht? Weil wir keinen Strom über haben, ja. Ja. Das werden auch die paar Solarpanels nicht ändern. Bin mir relativ sicher. Trotzdem kann ich die Struktur schon mal aufbauen für später. Die sind auch kleiner, oder? Die waren vorher 2x2? Bin ich jetzt völlig gaga. Jetzt kommen wir völlig vor wie in der verkehrten Welt. Alles drum. Ihr macht das schon irgendwie. Kann ich hier noch irgendwas drehen, damit wir mehr Strom bekommen? Damit sich die Akkus irgendwann mal füllen. Oder muss ich jetzt echt immer weiter die Solar Panels bauen? Ich könnte sie automatisieren. Wir haben ja grüne Chips da schon in der Nähe. Stahl hier runter zu bekommen, wäre noch interessant. Oh nee. So, wenn das gleich durchgetickert ist, was ist das? Rail Chain Signal. Das ist neu. Also es ist nicht neu, Hardcoreo neu. Das ist Vanilla Factorio. Genau, Vanilla Factorio neu ist das. Und das war vorher schon verwirrend für mich mit den Zugsignalen. Das lasse ich erstmal. Aber 150 blau habe ich nicht. Das brauche ich jetzt alles langsam blau. Ich komme nicht mehr drum rum. Außer ich baue Landminen. Was? 122 Milliliter Mine Launcher Rocket. Tanks. Tank MK2. Hat nur 3000 Leben. Power Source 160 Kilojoule. Shock Cannon Shell. Ja, nee. Ich glaube, da. Die Richtung sollte ich nicht unbedingt gehen. Ich glaube, ich pausiere das mit dem Forschen erstmal. Bis ich das hinbekomme, dass die hellblauen Tränke automatisiert sind. Was noch eine ganze Weile dauern könnte. Aber so spare ich jetzt wenigstens ein bisschen Ressourcen und eventuell auch Strom. Was eine ganz gute Sache ist. Also, gib mir mal. Das da. Warum kommt da nichts an? Weil keine Kohle oben ankommt. Ich brauche noch einen Mining Drill. Ja. Ihr merkt schon, es wird immer mehr hier bei der Kohle. Hier musste ich ja auch schon zwei ransetzen, damit das hier unten einigermaßen versorgt wird. Und es staut sich nirgends. Okay, es staut sich ein bisschen. Und dennoch, ne? Das ist viel Arbeit dafür, nur den Status quo zu erhalten, geschweige denn ordentlich zu expandieren. Aber ich habe jetzt wenigstens genug für den dritten Grinder. Das heißt, die Grinder kommen nach unten. Und dann baue ich schon mal so einen Grind-Komplex da irgendwo hin. Wo das Eisen ist, also hier. Und dann wird es von da aus auf das Fließband gelegt, damit wir hier schon mal anfangen können, das einzuschmelzen. Also kappe ich kurz die Versorgung hiervon. Zerstör. Oh, ja, kein Platz. Super. Das heißt, auf das Fließband hier muss jetzt das Pulverzeug. Das heißt, ich mache das mal so. Und dann kommt hier irgendwo ein Grinder hin. Mit Strom natürlich, den ich nicht habe. Nom. So. Ist das richtig? Sieht richtig aus. Also wird es wohl richtig sein. Okay, Grinder. Ne, ein weiter. Grinder. So, nimm dich, tu das direkt da rein.
Da nicht. Gut. Ja, es ist doof. Anders. Fließband. So. Da muss das Zeug drauf. So. Du nimmst es von da, du nimmst es von da. Okay. Dann drehen wir hier noch welche hin für die Rückseite. So und so. Und die legen das dann da drauf. Was? Wo kommt der? Sind da der? So. Okay, und dann muss ich gucken, wie ich das mit der Geschwindigkeit drehe. Also extern Angriff. Wo ich Speed-Modul reintue und wo nicht. Hey! Wie, wo, wann ist das passiert? Du, da. So. Also es kommt ganz viel Eisen, das ist gut. Das heißt, das Eisen müsste jetzt theoretisch von hier aus nach da oben lenken. Ich hätte meine Lavalampe anders planen sollen. Warte. Ab wo brauchen wir Eisen? Wir brauchen Eisen erst bei den Chips, also da. Fuck. Mach hier. Du da, da. Gott. So. Nein, nein, nicht die ganze. Das habe ich schon die ganze lang gebaut, ne? Ja, bricht das ab. Das ist ein super langer Transportbelt. So, du musst jetzt darum, darum, darum. Ja. Du gehst darunter da lang. Das wird sowas von einer Lavalampe. Totales Gewusel-Chaos, aber es klappt. So. Jetzt haben wir auch wieder Eisen da. Und grüne Chips werden produziert und ich kann tolle neue Sachen bauen. Gut. Wir brauchen mehr Flakes. Viel mehr Flakes. Und das da ist nicht gut. Also müssten wir hier was ändern. Und zwar ändern wir das folgendermaßen. Tipp, falsch. Wir ändern es, indem wir Fehler machen. So. Und ihr kriegt Speedmodule. Ah, ihr könnt keine Speedmodule. Nächstes Problem. Das ganze Ding ist konzipiert für zwei Grinder. Das klingt nicht sehr episch. Aber ich bin stolz auf mich, dass ich wenigstens etwas gemacht habe in diesen zwei Folgen. Was so ein wenig aussieht, nachdem, als ob wir eine Schmelzanlage gebaut hätten. Ja, sehr gutes Deutsch, Georg, sehr gutes Deutsch. Es ist ein Grundgerüst, sagen wir so. Wir haben das hier schon mal. Das hier muss auf jeden Fall in der nächsten Folge umgebaut werden, so dass wir mehr als zwei Grinder nutzen können. 4 oder 10 wäre da eher sinnvoll. Aber das müsste erstmal wieder Basen töten. Was übrigens dann auch nächste Folge wieder kommen könnte. Ich habe auch noch die Logistikkiste aufgebaut, dass wir hier anfangen können, Sachen zu ersetzen, wenn sie zerstört werden. Allerdings bräuchten wir dafür erstmal komplette Roboport-Abdeckung. Und ich denke, das dauert noch ein bisschen, weil was fehlt? Rote Chips. Ja, Rutschips sind am Wuseln, aber auch noch ein bisschen. Sind aber auf einem guten Weg. Und dadurch, dass es halt nicht so viel Forschung gibt, sind wir noch eher auf einem guten Weg, weil es gibt gar nicht mehr so viel zu erforschen, wenn ihr euch das mal anguckt. Also klar, High-End-Bereich wird dann ziemlich schwer und die ganzen Roboter zu bauen wird auch schwer, aber wir haben schon mal das Gröbste an Technik und können die Infrastruktur dementsprechend anpassen und Automatisierung machen und so weiter. Wir brauchen auch nicht so zigtausend Fabriken wie in der letzten Staffel, weil es halt gar nicht zigtausend Gegenstände gibt. Also alles einigermaßen managebar. Das heißt, ich speichere jetzt ab und wir sehen uns gleich wieder.